Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu GTA Online. Heute machen wir ein ausführliches Geldgrinden-Video. Wie das geht, was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Also, ich habe mir heute ganz oldschool mein Kuruma geholt, gepanzert, weil ich mir gedacht habe, fangen wir mal klein an. Wenn ihr jetzt neu in GTA seid und ihr habt, gehen wir mal, das ist die Profi Edition, gehen wir mal davon aus, ihr habt schon alles in GTA, was ihr haben wollt, außer Kohle. Ja, so wie ich gerade. Also, wir fangen damit an. Wir schauen mal auf die Karte. Es gibt ja diese wunderbaren neuen Drogenverstecke. Da schauen wir mal nach. Also, wir suchen das halt auf der Karte aus, fahren dahin. Sorry, falls ich noch ein bisschen verschlafen klinge, es ist gerade bei mir kurz vor 5 Uhr in der Früh. Und ja, keine Ahnung, es ist Sonntag. Eigentlich sollte ich ausschlafen, aber irgendwie sagt mein Körper so nö. Aber es ist jetzt auch irrelevant, deswegen, ja. Ein Stripclub, wirklich? Das wäre ja witzig. Na gut, ein Stripclub. Ja. Warum ich den Kuruma gewählt habe, sage ich euch auch gleich. Es ist nämlich der Fakt, dass ich gleich Besuch bekomme, wenn ich hier fertig bin. Aber das müsste, glaube ich, eh so ziemlich jeder GTA-Spieler wissen. Ach komm. So, den Tresor hätten wir schon mal gefunden. Jetzt ist bloß die Frage. Wo ist das? Wo ist der Code? Ach Gott, das hasse ich immer, wenn die. Da wir erst den verdammten Code suchen. Ach da. Okay, es ist 24.10. 24.10.81, okay. 24. Bam. Sie könnte nämlich schon mal eine Sache sparen. Also wenn ihr jetzt auch alle Unternehmen habt, das heißt, alle Motorradclub-Sachen, alle Bunker, also man kann eh nur einen Bunker haben. So, deswegen habe ich meinen Kuruma gewählt. Ah, der ist gepanzert, okay, könnte mich gleich mal ganz doll gern haben, weil einfach vorbei. Du könntest jetzt natürlich auch abschießen, wenn du Bock drauf hast, aber ich lasse es meistens. Weil es kostet gut Zeit. Und Zeit habe ich nicht. Mein Bunker, ja perfekt, da wollte ich ihn nachher hinschauen. Ja, das ist doch mal super. So, das hätten wir jetzt abgeschlossen. Da wir eh gerade dabei sind, dann können wir auch gleich bei uns jetzt schon in der Werkstatt nachgucken. Ich würde euch sowieso empfehlen, die zu holen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe da letztes Mal 140.000 gekriegt oder so. Also man muss natürlich das noch abrechnen, was man für die Tunings bezahlt, aber es lohnt sich normalerweise. Ist immer so schön ein kleiner schmaler Taler nebenbei. Also wenn ihr wirklich mal in Geldnot seid und ihr braucht ganz dringend Kohle, da ist das kein Ding. Macht ihr hier ein, zwei Autos. Den hier werde ich persönlich ausliefern lassen, den anderen werde ich liefern lassen. Wartung. So. Also, hier kann ich leider nicht tun, wie ich will. Hier müssen wir uns leider an der Vorgabe halten. Aber das ist meistens, wenn man schnell ist, eh relativ easy erledigt. Wo ist denn das Weinrot jetzt? Da. So, also,
Bremsen, Bella. Straßenbremsen, okay. Motorabstimmung, EMS-Verbesserung Nummer 2, Bella. Und Turbo-Tuning. Es ist zwar eine Schande, in so einem schönen Auto ein Turbo reinzubauen, aber okay. Es ist der alberne Hermes, sobald ich ihn richtig im Kopf habe, weil ich besitze den gleichen in einer meiner Garagen. Also Kotflügel will er. Was will er für Kotflügel? Die entkrunken Kotflügel will er. Okay. Und breite verkrummte Endrohre. Okay. Müssen wir nachher mal angucken. Hexostange geglättet. Reifen. Tuner-Reifen. Oh, ich könnte ihn, ne? Okay. Ich hätte, also persönlich hätte ich es auf die Originalreifen gelassen. Ich meine, es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber 35.000, gut. Das heißt, wir könnten vielleicht sogar 50.000 kriegen. Vielleicht. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt kein Mist bauen, natürlich. Ja, Hermes, genau. Dürfte der Albany, ja, ja, richtig geraten. Also. Es ist halt, ich weiß, ich nerv euch schon damit, aber es ist gerade wirklich so krass, ne, von der PS4 auf die PS5, weil es ist halt wirklich so, mit dem haptischen Feedback, die lügen nicht. Ich merke von der Straße jede Bodenwelle. Ich bin auch nebenbei am Doom Eternal spielen und leider nur am Fehlen, aber es bockt schon hart. So. Ich hatte ja eine Umfrage auf YouTube gestartet, zwecks einem neuen Let's Play, und die war eindeutig nein. Also entweder wollt ihr meine Let's Plays nicht sehen oder keine Ahnung. By the way, was wollt ihr denn von mir sehen? Wenn ihr wahrscheinlich gar nichts, oder? Nein, ich werde jetzt schauen, dass ich irgendein kleines Let's Play demnächst irgendwie starte. Lass nicht so lange hier, vielleicht 6, 7 Stunden. Es können natürlich auch einige Trolle sein, die bei meinem Ding da abgestimmt haben, aber seit wann höre ich auf Trolle? So. Ja, Mann. Der ist in Albany. Ich hätte ein bisschen anders getunt, aber ist okay. In Weinrot zum Beispiel hätte ich ihn nicht genommen. Ja. 60.000. Sexy. Und wir sind jetzt Reputationsstufe 63. Cool. So. Da ich ungern irgendwie... Fahren wir wieder zurück. Auto könnt ihr euch ganz normal über das Interaktionsmenü immer wiederholen oder liefern lassen, solange ihr... Wichtig ist halt, dass ihr immer Kohle auf dem Konto habt. Solltet ihr das nämlich nicht haben, wird es ein bisschen kritisch, weil dann ja, bringt der Mechaniker euch kein Auto mehr, aber das wisst ihr wahrscheinlich eh schon. Dann könnt ihr in eurem Apartment noch keine Dusche mehr nutzen oder keinen Fernseher. Obwohl, wenn jetzt in GTA Online wirklich den Fernseher, also ich nicht. Also schon lange nicht mehr. Ich hab mir das mal... eine halbe, dreiviertel Stunde angetan, aber ich habe dann auch keinen Bock mehr gehabt. So, also jetzt fahren wir wieder zurück und das zweite Auto lassen wir liefern. Das richten wir jetzt mehr, aber wir lassen es liefern. Mit der Zeit können wir nämlich was anderes starten, was schön ist. So wie Headhunter oder Panzerwagen oder Diamantenraub oder Banküberfall oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall irgendwas, was Kohle bringt. Es gibt nachher eine Sache, die gefällt mir am meisten, das ist nämlich der Diamantenraub, bei der relativ easy geht und auch verdammt schnell eigentlich. Einzige nervige sind halt die Cops, aber sonst ist es super easy zu erledigen. So. Lassen wir noch schnell das zweite, also jetzt richten wir noch schnell das zweite Auto her, dann lassen wir das ausliefern und danach können wir uns dann wirklich den lustigen Sachen widmen. Da kann ich euch auch einen kleinen Trick zeigen. Ich
Achso, und zwischen den Autoruf-Dings, also bevor du dein Auto wieder rufen kannst, wenn du jetzt hast einen Cooldown, aber das Gute ist, bei uns würde jetzt nicht anschlagen, weil wir jetzt sowieso mit dem Autotüren beschäftigt sind. Ich glaube, das sind so 1-2 Minuten oder so, wo du auf dein Auto warten musst. Also bevor du ihn wieder neu rufen kannst. So, das ist. Obwohl, könnte man eigentlich auch noch schnell ausliefern. Nee, je nachdem, wie weit der weg ist, weil der schon ein bisschen teuer, der Auto. Der Auto, das Auto, hält sich. So, also. Lackiere das Fahrzeug neu, mach mal. Cabernet Rot, ach komm. Was haben die alles mit ihren Rot? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, ich mag Rot, aber. Cabernet Rot. So, gut. Wahrscheinlich pinke Felgen oder was? Das werden wir gleich sehen. EMS-Verbesserung Nummer 2. Turbo-Tuning. Federung tiefer gelegte. Okay. Karosserie. Kühlergrill. Kühlergrill ohne Emblem. Okay. Carbon-Straßenverkleidung. Was? Seitenauspuff, Sekundärfarbe. Okay. Okay. Gut. Reifen, was will er für Reifen? SUV-Reifen, ja, okay. Lass dich mir so halbwegs angehen. Cosmo will er, die da will er. Gut, dann schauen wir mal, wie viel er dafür. Ich bin erstattet, diesen Beitrag in der Rezeptor, die Form der Zusätze bezahlen für bis zu 25.000. Jo. Ich habe gesagt, den lassen wir liefern. Wenn du nochmal zu Schrott fährst, kündige ich dich. Klar? Gut. Gut, passt. Dann hätten wir das abgeschlossen. Dann könnten wir jetzt eigentlich genau das machen, was ich eigentlich eh die ganze Zeit Bock drauf hatte. Nämlich Panzerwagen. So, das heißt, wir registrieren uns mal schnell als CEO wieder. Dann gehen wir ins Interaktionsmenü, gehen auf VIP-Aufträge, Panzerwagen und let's go. Es ist schon die. Ach, da ist das. Ach, scheiße, da kann ich kein Trick sein. Egal. Ihr müsst. Ich habe auch lange Zeit gedacht, ihr müsst in der Zeit da sein. Nein, das ist völlig egal. Wir könnten uns auch die restlichen 3 Minuten hier irgendwie oder 2,5 Minuten hier rumschlagen und warten. Aber ich mache es halt gerne so, dass ich entweder hinfliege oder hinfahre. Jetzt in dem Fall halt hinfahre. Und die Mission dauert 10, 15 Minuten und gibt 35.000. Also es bockt auf jeden Fall, wenn du die 10-mal am Tag machst, hast du 350.000 und Haufen Erfahrungspunkte. Also, ja. Zwischen den Missionen ist aber 5 Minuten Cooldown. 5 bis 10 Minuten, glaube ich. Und ja, in der Zeit machen wir dann halt, während zwischen den Missionen Cooldown ist, machen wir was anderes. Und ja. Cooldown ist halt immer ein bisschen nervig, aber was soll's. Es wird demnächst noch ein ausführliches Video zu WWE geben. Sofern ich mit dem My Faction und Dingster-Modus durch bin, das dauert wahrscheinlich noch 1-2 Wochen, werde ich dann mein Fazit zu WWE, zu dem neuen WWE-Game, preisgeben. Und auch, ja doch, ich müsste ein Video von der PS4 oben haben. So, wir fahren jetzt hier nach hinten. So. Ich sehe das natürlich so. Ja.
Wir müssen halt schauen, dass der Panzerwagen nicht kaputt geht. Schießen die auf mein Auto? Naja, Berufsrisiko. Ja, natürlich. So. Es könnte natürlich auch passieren, dass Helis kommen. Passiert nicht immer, aber meistens. Also du Bastard, die, wenn du normal zu Fuß unterwegs bist, schießen sie nur mit der Gatling Gun. Das heißt, mit dem, ja. Bist du allerdings mit einem Fahrzeug unterwegs, schaut es schon wieder ganz anders aus. Weil dann schießen wir auch mit Raketen. Ich hab doch da genau. Die Railgun, immer wieder ein schönes Spielzeug. Gibt's by the way bei einem ganz besonderen Händler, der taucht meistens auf der Karte irgendwie random auf. Es ist aber im Internet verzeichnet, wo der ist. Und ja. Das heißt, es ist eigentlich bloß noch auf Gegner warten und ja. Chili Vanilli, so. Solltet ihr aus irgendeinem Grund keine Munition nehmen, die Waffen haben, könnt ihr die ganz einfach. Wer bist du denn in die Waffe? Frage. Na komm hoch. Komm, ich warte. Ja, ja, ich hab euch auch lieb. Eine läuft hier mehr hin und her oder was? Ist ja witzig. Na komm raus, wenn es dich traut. Na komm. Siehst, da kriegst du sogar einen feurigen Abschied. So, ja wie gesagt, 10 Minuten geht die Mission. Entweder könnt ihr hier am Dach dann Snipen üben oder keine Ahnung. Ich mach's halt gerne. Dass ich anderen LKW-Fahrern einfach die Angst einjage. In GTA darf man es ja. So. Kundschaft. Der hat echt gedacht, ich übersehen, oder was? Also wie gesagt, ihr könnt die Munition kaufen, kostet allerdings relativ viel, weil ich jetzt die Railgun mit dabei habe. Ich habe nur 49.000, deswegen kaufe ich mir jetzt. Apropos Railgun. Das habe ich erwähnt mit Comhelis. Okay, jetzt reicht mir. So. Railgun Munition ist sehr effektiv, aber auch sehr teuer. Also da brauchst du schon verdammt viel Geld um. Naja. So. Hä? Geht doch. Leuchtet immer noch, obwohl ich es ausgeschossen habe. Ist ja witzig. Ich kann natürlich auch die Minigun nehmen, macht auch Bock. Nur dann steht die halt nicht. Geht zwar schneller, aber ihr seht nichts. So, schnell wieder Gesundheit nachfüllen. Panzer muss ich mir nachher auch noch holen.
Typen. So. Illy, yay! Was? Wie? Ich wollte gerade sagen, Alter. Hä? Witzig. So, noch knapp 4 Minuten. Schade, ich wollte den erlösen. Er müsste seinem Chef nicht erklären, dass ein wahnsinniger Elfer einfach mal ein Heli auf die Straße hat spawnen lassen. Das war natürlich eigene Dummheit. Kein Problem, passendes Beispiel, es passiert nichts, wenn ihr sterbt, ihr könnt an der gleichen Stelle weitermachen. Also. Nebenbei könnt ihr ein bisschen Geld aufsammeln, ein bisschen Snacks. So, wir können uns jetzt auch rein theoretisch von dem Auto komplett entfernen. Also von dem gepanzerten Boxbild, weil das ist eigentlich relativ Käse, ob du jetzt dabei bleibst oder ob du wegfährst. Weil gut. Entschuldigung. Boah. So, also. Wir könnten natürlich mit ihm jetzt auch Katz und Maus springen, das geht natürlich auch. Na komm, fehlt mir ein bisschen Katz und Maus. Ihr wollt mich, dann holt mich. Boah, ich hasse es, ne? Nur 50.000 bekommen, obwohl das Auto wahrscheinlich 60.000, 70.000 wert gewesen wäre. Das passiert, wenn man es liefern lässt. Nur das nicht selber ausliefert, aber ich wollte euch einfach mal zeigen. Das ist belastend, also Autos doch, bloß noch selber liefern. Das war früher mal mein allererster Nachtclub, hier. Bis ich mich dann doch entschieden habe, in die Stadt umzuziehen. So, ihr seht ja, dass unten der Timer langsam abläuft. Und nein, ihr müsst ihn, wie gesagt, nicht beschützen. Das ist, was unten steht, steckt in den gepanzerten Boxbild, das ist absoluter Schwachsinn. Weil, das macht keiner. Wirklich niemand. Also, von meinen Leuten niemand mehr, nein. Du steigst nur kurz ein, um den Timer am Anfang ablaufen oder zu stoppen. Dann hast du ja gesehen, dass die ganzen Leute kommen, auf dein Auto ballern, dich versuchen umzubringen. Und blub, blub, blub. Und dann... Ich würde dir aber auch raten, das nicht in der öffentlichen Lobby zu machen, weil da bist du Fischfleisch. Weil dann hast du so ein nettes blinkendes Ding über dem Kopf, wo ich sage, hey, ich mach gerade Mission, hast du Bock mich zu killen? So. So. Perfekt, 35.000, genauso wie ich geplant hatte. Perfekt. So, wir haben jetzt das erledigt. Rein theoretisch würde ich ja jetzt die nächste Mission starten. Das wäre dann ja, wenn der Timer endlich mal aufhört. Also so.
das war der gepanzerte Boxbill. Darauf habe ich bloß gewartet. So, gut. Wir parken uns hier jetzt mal schnell hin. Dann gehen wir auf Secure Surf. Eigentlich würde ja jeder jetzt die nächste Mission starten. Ne? Wir haben knapp 5 Minuten warten müssen. Ich jetzt keinen Bock habe zu warten. Machen wir das anders. Wir machen eine andere schöne Mission. Wir rufen den Terabyte. Also das Video geht jetzt heute nur rein um die Nebenmission. Um Hauptgeld zu machen. Mit Bunker und Motorradclub und blablabla. Da hole ich mir die nächste Unterstützung und dann, ja. Dann zeige ich euch mal, wie auf legalem Wege, wie gesagt, in GTA, ohne zu glitschen, ohne zu cheaten, ohne zu irgendwas. Genau. Es geht, dass man sich Geld da grinden kann. Ja, da steht es nur bei, ich weiß. Bleibt doch da weiter stehen, weil ich das nämlich für. Also du kannst halt hier in der Lobby jetzt alles machen. Luftfracht ist absoluter Müll. Spezialfracht, ja, ist sehr respektabel, wenn du Kohle hast. Biker-Aufträge kannst du halt, oder Biker-Vorräte kannst du halt holen, wenn du halt als Biker angemeldet bist und die passen. Ich würde es euch sowieso empfehlen, weil ich glaube, die Woche ist das Gras sogar auf doppelt. Also ja, Waffenschmuggler, Vorräte sind halt Bunker und so. Aber wir machen jetzt den Kundenauftrag, das heißt, wir machen den Diamantenkauf. Und da muss ich... Ich zeige euch jetzt, wie es regulär geht. Normalerweise mache ich es auf die Hardcore-Tour, aber da ich jetzt ja euch ja zeigen will, wie ich es regulär mache. Dieser Terabyte hat ein paar nette Gimmicks eingebaut. Das nervt mich zum Beispiel in GTA auch und in dem Vierer hat mich genervt. Man sieht halt vorne nichts. Also man macht die Ansicht, die Ansicht ist... So. Hier hatte ich letztes Mal auch das Pech, dass mir ein Auto direkt entgegenkam. Also nicht ein Auto, ein Zug. Und ihr wisst ja, jeder der GTA spielt, was ist härter als alles andere auf dieser gottverdammten Map. Natürlich, die Züge. Ja, da hat mein Terabyte weggeräumt als erstes Spielzeug. Ja. So. Ach so. Falls du dir jetzt denkst, ja, da fahre ich halt näher hin, um die Mission zu machen. Haut nicht hin. Haut definitiv nicht hin. Weil dann sagt er, es ist zu nah und blablabla. Der gelbe Kreis zeigt zwar da vorne an, aber das ist gelogen. Weil es war, denke ich, zeige ich euch gleich mal. Das war das Falsche. Wenn ich das jetzt gestartet hätte, hätte ich mehr als nur einen Bullen auf der... So. Habt ihr gehört? Ein kurzes Zeitfenster. So. Wo war das? Achso. By the way,
So, jetzt müsste rein theoretisch mit einer kurzen Zeit kein Alarm auftauchen, wenn wir jetzt reinmarschieren. Aber das machen wir nicht mit den Klamotten. Sondern mit diesen. Ich habe keinen Plan, was gerade los ist. Ich habe gerade übelsten Schluck auf. Der ist down, sehr gut. Du bitte auch, danke, tschüss. Jetzt haben wir Kopf. Also wir konnten rein, ohne dass wir Kopf kriegen. So, jetzt müssen wir bloß irgendwie einen Platz finden, damit wir uns verkrümmeln können. Für eine Zeit. Wir waren knapp eine halbe Stunde Zeit, das heißt, könnten jetzt rein theoretisch so überlegt, gerade wo es am besten ist, kurz unten zu tauchen. Am besten nicht in den Bullen reinfahren, das wäre nämlich richtig dämlich. Wir versuchen ja die Kopf loszuwerden, nicht noch. Ah, ging schneller als gedacht. So, tun wir die Markierung weg. Und folgen der gelben. Dürfte, glaube ich, auch nochmal so gute 30.000, 35.000 geben. Also haben wir dann in knapp ein paar Minuten 70.000 Euro gemacht. A, du kriegst ein bisschen Kohle und B, du kriegst ein bisschen Erfahrungspunkte. Also besser kann es nicht laufen. Entschuldigung, falls ich gerade komisch klinge, aber ich habe gerade einen übelsten Schluck auf und ich habe keinen Plan, woher oder warum oder keine Ahnung. Es nervt halt gerade einfach nur. Weil man natürlich auch nicht weiß, woher der Schluck aufkommt. Das meistens immer, wenn ich aufnehme, entweder habe ich mit der Nase zu tun oder es ist ein so ganz verdammter Schluck auf oder ja. Also, das richtet sich eher an die Profis in dem Spiel, weil die hätten es wahrscheinlich schneller und schöner gemacht als ich, aber es ist halt eine kleine, feine, legale Methode, um Kohle zu machen. Klar, das Video wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger. Hat die 20 Minuten beim Markt wahrscheinlich schon längst geknackt. Ich werde es nicht bearbeiten, weil ich habe leider keinen Cutter, der mir das macht. Meine Cutterin fühlt sich leider zurzeit nicht allzu gut, deswegen, ja. Müsste ich das rein theoretisch alleine machen, dazu bin ich einfach zu faul. Nein, nicht zu faul, ich kenne mich damit zu wenig aus, also bräuchte ich jemanden, der das kappen kann. Voraussetzt aber auch, dass ich ihn derzeit nicht bezahlen kann. Also ich könnte ihn dann, keine Ahnung, mit Support für ihn oder so, wenn er es wirklich sehr gut macht, dann würde ich ihn mit Support unterstützen. Ich weiß, ich bin kein super großer YouTuber, bin ich bei weitem nicht, aber ich habe schon relativ, also in GTA schauen halt dann doch relativ viele Leute zu, wie ich gesehen habe. Also für mich ist das halt relativ viel, das sind 16, 17 Aufrufe pro Video. Natürlich, wenn ich jetzt wieder PvP, also Player vs. Player Gameplay hochladen würde und irgendwelche Leute exposen, die es vielleicht gar nicht wollen, dann würde ich wahrscheinlich 1000 Klicks machen oder so, aber warum? Warum sollte ich das tun? GTA war nie als PvP-Spiel gedacht. Seitdem ich mir erzählt, GTA sei ein PvP-Spiel,
Klar, du hast die Möglichkeiten dazu, andere Leute in den Arsch zu treten. Es heißt aber nicht, dass du es auch machen musst. Aber das hatten wir eh schon mal in einem ausführlichen Podcast geschrieben. Haha, Podcast. Den werde ich dann oben links, müsste jetzt eigentlich, glaube ich, dann eh demnächst hoffentlich mal in der Infobox aufploppen. Also oben dann das I müsste irgendwann aufploppen. Zur Not werde ich es auch nochmal in der Endcard verlinken. Die Videoreihe, da geht es by the way demnächst auch weiter, hoffentlich, weil ich es nicht wieder verbeile. So. Ja, yeah, 32,5. Sehr gut. So, ihr Lieben. Ich teleportiere mich noch kurz. Ja. In die Stadt. Bad juckt. Entschuldigung. So, ihr Lieben. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann sage ich vielen Dank. Und liked das Video, teilt das Video, gebt dem Abo-Button eine mit. Ich würde mich freuen. Und bis dann. Tschüss.